Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr vielleicht bereits in der Videobeschreibung oder im Videotitel erkennen konntet, möchte ich euch mein Bücherregal präsentieren. Und weil ich nicht wollte, dass das ein großes Video wird, habe ich mich dazu entschieden, euch jeweils immer nur zwei Regalböden zu filmen und somit viele verschiedene oder beziehungsweise mehrere Videos euch zu zeigen oder zu drehen. Genau. Ja, wenn ihr eins der Bücher bereits kennt oder gelesen habt oder ihr darüber diskutieren möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Ja, damit wünsche ich euch viel Spaß bei den ersten zwei Regalböden und die Komplettansicht auf mein Regal werde ich euch dann im allerletzten Video präsentieren. Genau. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Und ja, bis dahin. Ciao. So ihr Lieben, fangen wir doch mit dem ersten Regal für die Gegenwartsliteratur, Klassiker, aber auch Bücher, die ich vielleicht so nicht zuordnen konnte und deswegen hier gelandet sind in dem Regal. Auf diesem Regalbrett befinden sich die letzte Stunde von Charles Chain Miles. Und zwar handelt es sich hier um den Auftakt einer Reihe. Und zwar einem Familiendrama bzw. einer Familiengeschichte, wo man mit jedem weiteren Buch den Blickwinkel eines anderen Familienmitgliedes erhalten soll. Ich habe das Buch damals von dem Autor zur Verfügung gestellt bekommen und fand es, es war in Ordnung, es hat sich auch gut gelesen, aber es ist jetzt nichts, wo, wenn man es nicht gelesen hätte oder hat, dass man dann etwas verpasst hat. Bei dem nächsten Buch handelt es sich um die Änderungsschneiderei von Los Milagros und zwar von Marie Cecilia Barbetta. Ja, also das einzige Positive, soweit ich mich noch erinnern kann, weil das ist schon relativ lang her, ist einfach die Aufmachung. Hier sind viele verschiedene Bilder enthalten, so von Änderungen, also von Fotos von Schneidereien bzw. von diversen Drucken und so weiter. Ja, mehr war dieses Buch auch nicht wert. Deswegen steht es aber wahrscheinlich noch hier, weil es von der Aufmachung her ganz nett war. Ja, dann haben wir hier ein erstes ungelesenes Buch und zwar Die Sehnsucht des Vorlesers von Jean-Paul Didier Laurent. Wenn man ihn so ausspricht, falls nicht, sagt bitte Bescheid. Ja, ich glaube, mich hat damals die Optik gut angesprochen, auch der Klappentext. Vielleicht habe ich auch, obwohl ich mich jetzt nicht daran erinnern kann, eine Empfehlung für das Buch irgendwo gelesen, gehört oder gesehen. Genau, dann haben wir hier den Steppenwolf von Hermann Hesse. Den hatte ich damals im Abitur gelesen, gefiel mir wirklich gut und ich wollte eigentlich schon immer mal mehr von Hermann Hesse lesen, bin aber bisher noch nicht dazu gekommen. Aber ich denke, das werde ich bald mal im Angriff nehmen. Dann haben wir hier Birgit Kanitz, Immer Ärger mit Opa. Savage Firmin, Einer flog über das Kuckucksnest. G.D. Salinger, Der Fänger im Rocken. Von Jeffrey Organize, Die Selbstmordschwestern. Barbara Trebuch, Der Schattenwald. George Orwell 1984 und Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Alle Bücher habe ich noch nicht gelesen. Von den beiden weiß ich leider nicht mehr, warum ich sie mir gekauft habe. Ich schätze mal, weil ich irgendwo eine Empfehlung gelesen habe oder durch den Klappentext mich angesprochen hat. Einer flog über das Kuckucksnest und Der Fänger im Rocken wollte ich schon immer mal unbedingt lesen. Deswegen sind sie noch nicht sehr lange bei mir, aber sind halt noch ungelesen. Die Selbstmordschwestern, das habe ich bei der Literaturlärm gesehen. Ihren Kanal verlinke ich euch gerne in der Infobox. Genau. Des Weiteren wollte ich auch sehr gerne lesen. 1984 und Schöne neue Welt. Ja, ich bin schon sehr gespannt und hoffe, dass ich sie bald lesen kann. Genau. Die Sommerfrau und die Schokoladengeister habe ich schon vor einigen Jahren gelesen. Ja, das sind so typische Wohlfühlliteratur, die ich ja eigentlich eher weniger nur noch lese. Aber ich weiß, dass
Die Sommerfrauen damals, ich habe es auch damals wirklich im Sommer gelesen und wirklich gut in die Zeit gepasst haben und nicht viel um die Ohren hatten, da war das Buch eigentlich recht gut. Und Schokoladengeister, da ging es um eine Frau, die mit dem Geruch von Speisen, von zubereiteten Speisen, wenn mich nicht alle täuscht, irgendwie die Zukunft derjenigen Person irgendwie vorhersehen konnte. Ja, war nicht schlecht, aber ja, man verpasst nichts, wenn man es nicht gelesen hat. Dann haben wir hier Isabel Allende, dazu habe ich euch ja in meinem vorigen Video schon etwas gesagt. Ja, dadurch, dass ich es, weil viele von der Autorin ja schwärmen, dass es relativ gut ist oder dass man sie lesen kann, dachte ich mir, hole ich mir mal noch ein weiteres Buch und zwar Amandas Suche. Ja, mal sehen, wie das Buch so ist, falls dies mich ebenfalls nicht begeistern kann, so wie der japanische Liebhaber, werde ich die Autorin wahrscheinlich aufgeben. Ja, oder mich anderen Autoren widmen. Dann kommen wir hier zu dem zweiten Regalbrett und zwar eine Etage tiefer. Genau. Fangen wir hier wieder mit der linken Seite an und zwar mit Zombie Bars von Alexander Heyman. Und zwar hatte ich dieses Buch damals im Rahmen der Aktion Gemeinsam lesen von der Literaturlärm gelesen und zwar mit der Caro zusammen, beziehungsweise hatte sie mir dieses Buch damals herausgesucht. Ja, auch den Autoren hatte ich auch auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse getroffen nicht, aber ich habe seiner Lesung gelauscht mit der lieben Caro und hier geht es um einen semi-erfolgreichen Drehbuchautoren, der versucht halt, ein Drehbuch zu schreiben, folgt ihm so ein bisschen durch sein Leben. Ich kann euch das Buch nur empfehlen, wenn ihr mal etwas anderes lesen wollt und ja, genau. Dann haben wir hier Stoner von John Williams, den hatte ich euch ja bereits im letzten Video gezeigt. Dann haben wir hier ebenfalls zwei ungelesene Bücher und zwar einmal die zwei Schwestern von Dorothy Baker und von David Grossman oder Crossman, je nachdem, kommt ein Pferd in die Bar. Ja, für beide Bücher hatte ich damals, wenn ich mich recht erinnere, positive Meinungen gehört. Und deswegen hatte ich sie mir, glaube ich, mitgenommen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Genau, dann haben wir hier ein relativ altes Buch schon. Das steht, glaube ich, schon, mehr als 10 Jahre in meinem Bücherregal. Und zwar handelt es sich um Zonenkinder von Jana Hensel. Ja, also hier geht es, glaube ich, um Kinder, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Genau, dann ein weiteres ungelesenes Buch und zwar von Emanuel Bergmann, Der Trick. Von diesem Buch habe ich wirklich nur Gutes gehört und bin schon sehr gespannt und ich hoffe, dass ich das wie viele andere Bücher auch bald lesen kann. Ja, dann haben wir hier zwei abgebrochene Bücher. Traum hatte ich euch ja bereits in meinem letzten Video gezeigt. Dann haben wir hier noch als abgebrochenes Buch Die Teerose von Jennifer Donnelly. Obwohl ich gerade feststelle, dass dieses Buch eigentlich nicht in dieses Regal gehört, sondern weiter unten in die historischen Romane. Ich hatte das damals auch abgebrochen, weil ja, es einfach nichts für mich war. Beziehungsweise nicht, das ist falsch, nichts für mich war, sondern ich... Es war für mich einfach die falsche Zeit, als ich dieses Buch gelesen habe. Ja, auf jeden Fall ist es ein historischer Roman und ist der Auftakt einer Trilogie. Dann haben wir hier noch ein abgebrochenes Buch und zwar von Theodor Fontane, die Evi Priest. Ja, ich war damals, als ich mir das Buch zugelegt hatte, einfach nicht in Klassikerstimmung und vielleicht hat es unsere Deutschlehrerin mal empfohlen, deswegen hatte ich mir das gekauft. Ja. Ich will es trotzdem immer noch lesen und ja, ich denke, dass ich jetzt bereiter bin für die Evi Priest. Dann haben wir hier die Dienstagfrauen von Monika Petz und Rosentulben Nelken von Heike Wanner und Uwe Telkamp von Mit dem Turm und Marina Lewicka, die Werte der modernen Welt unter Berücksichtigung diverser Kleintiere. Ja, also alle vier Bücher habe ich noch nicht gelesen und deswegen kann ich euch
noch nicht viel sagen. Aber wenn ihr eine Empfehlung habt, dann, welches ich unbedingt mal lesen sollte, dann immer her damit. Und hier unten haben wir dann noch Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. Dieses Buch habe ich zusammen unter anderem mit der Caro, der lieben Caro gelesen und der Sophie von Verstand zusammen gelesen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ich fand es an sich sehr, sehr gut, aber man nicht an sich. Also ich fand es wirklich sehr gut. Man bekommt einen sehr, sehr guten Einblick in einen Menschen, der ja leider sterben muss und seine letzten Gedanken und Ideen und so weiter zusammenfasst. Es ist ja im Wesentlichen eine Zusammenfassung seines Blogs als Buch zusammengefasst. Ja, das waren nun meine ersten zwei Regalbretter von meinen Bücherregalen. Wenn ihr eins der Bücher bereits kennt oder gelesen habt oder mir empfehlen könnt, dann würde ich mich über einen Kommentar sehr freuen. Und ja, wir sehen uns demnächst zu weiteren Bücherregaltouren oder die Fortsetzung der Bücherregaltour. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, ich hoffe, bis bald. Tschüss!